und willkommen zum großen Prank-Überraschungsvideo. Oh yeah. Willst du erzählen? Wir haben Großes vor. Wir werden einfach mal, ohne Erlaubnis, ohne jegliches Mitwissen, ein Katzenzimmer bei Sarinas Mama zu Hause einrichten, umrichten, gestalten. Ein komplettes Katzenparadies. Einfach so als Überraschung. Ah! Wie stehen die Chancen, dass der Überraschungsprank gut ankommt? 50-50? Meine Mama ist vor kurzem umgezogen und ja, da gibt es so ein Zimmer, das ist so ein bisschen noch nichts Ganzes und nichts Halbes. Dann dachten Vicky und ich uns einfach mal, wir nehmen das jetzt in die Hand. Wir lassen unsere tollen Innendesigner-Kräfte wirken. Ja, vermischt mit unserer großen Tierliebe bauen wir ein Katzenzimmer. Stylisch, cool und katzengerecht. Die Katzen werden sich auf jeden Fall freuen, da bin ich mir sicher. Das wird ein richtiges Paradies für die. Ihr findet es bestimmt auch cool, also bleibt unbedingt dran, um das Ergebnis zu sehen. Und lasst jetzt schon mal super gerne einen Daumen nach oben da. Und ich weiß, ihr fragt ganz, ganz oft nach den Katzen. Dieses Video ist für euch. Die Katzenliebhaber unter euch machen jetzt mal Herzchen-Emojis in die Kommis, dann sehen wir euch gleich. Aber ich habe noch ganz schnell auch was für die Hundeliebhaber unter euch. Was hast du dir denn da für eine Höhle gesucht, Billy? Billy liegt einfach im Regal. Alles gut? Ja, dann stellen wir mal weiter nicht, ne? Tschüss, bis dann. Jetzt geht's aber direkt weiter mit den Katzen und erst mit einem Vorher von diesem Zimmer. Es ist leer, das ist das Vorher. Aber seht selbst. Hier bekommt ihr mal ein Vorher. Name ist Marple. Das ist Miss Marple. Sie ist eine britische Kurzhaar, fast 4 Jahre alt und sie war das süßeste Katzenbaby der Welt. Mäuschen. PS, den Namen haben meine Mama und mein Bruder ausgesucht. Willst du uns eine kleine Tour geben? Hast du irgendwelche Wünsche, Vorschläge? Und du, was sagst du dazu? Das ist Amy. Sie ist eine Bengalkatze, 1,5 Jahre alt und hat eine starke eigene Meinung. PS, für sie durfte ich den Namen aussuchen. Findest du nur so mittelgut? Wie? Das klingt aber nicht begeistert. Hier sind ein paar Pakete angekommen. Das sieht stark nach einem riesen Kratzbaum aus. Hä, kriegst du es nicht raus? Nö. Das ist ein ganzes Haus hier oben drauf. Ich glaube, wir müssen die Schachtel aufschneiden. Das sieht kuschelig aus. Hier haben wir, glaube ich, ein Kartonhaus. Ach, wie cool, das ist das Fenster. Eine Window Lounge, richtig cool. Und das ist so ein Tunnel, mein Highlight. Eine Laserpointer-Maus. Bleibt unbedingt dran, wie wir mit den Katzen mit dem Laserpointer spielen. Und hier ist noch ein Paket, aber das zeigen wir euch noch nicht. Das zeigen wir euch auch noch nicht. Und dann kommen noch ein paar Überraschungen. Wo hast du dich denn verkrochen? Hallo. Amy hat sich wieder beruhigt und sich zurückgezogen. Sie beobachtet das Ganze jetzt von hier oben. Ich würde ja am liebsten jetzt schon mit dem Blick. Alles gut? Sie hasst uns. Nein, sie hasst dich. Das ist einfach mal wirklich ein Katzenhaus aus Karton. Guckt mal. Da ist irgendwas, was für Katzen gut riecht dabei. Kann man da reinstreuen. Aber das zerstört die doch in 0, nix. Mal sehen. Ich suche mir das Lustigste raus. Ein Tunnel! Entweder man macht das jetzt so, oder man kann es auch noch ganz aufmachen. Aber eigentlich ist das so cool. Oh, der Notausgang, der ist hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vermutlich sowas wie Katzenminze oder so. Und das wird hier drauf gestreut. Sieht einfach mal aus wie Tee. Kamillentee vielleicht? Ich riech mal dran. Keine Ahnung, riecht nach Tee. Viel Spaß. Das ist verrückt. Und hier sind jetzt extra so Löcher und da ist es dann drin. Dann mögen sie das lieber. Ein Haus für euch zwei. Mit Tee. Ein Tee. Dann haben sie gleich die volle Dröhnung. Noch mehr Teile für den übergroßen, dimensionalen Kratzbaum. Das wird ein Kratzschloss. Und das müssen wir jetzt alles aufbauen. Das ist der Nachteil dran. Wo ist eigentlich die Anleitung? Oh Mann, Vicky. Wie willst du das denn ohne Anleitung schaffen, bitte? Intuition. Ja, das sind 1 Million Röhren und Platten und Dächer und keine Ahnung was noch alles. Oh, hier geht's gleich weiter. Never ending. Können wir schon mal Wetten annehmen, wie lange wir dafür gebraucht werden? Das Startgebot liegt bei 12 Stunden. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben die Anleitung gefunden. Die schlechte Nachricht, die Anleitung sieht so aus.
Wir haben jetzt erstmal hier alle Teile ausgepackt und ein Teil ist leider kaputt, aber nur so halb kaputt. Es ist auch irgendwie noch fest dran, aber es ist gebrochen. Ich habe jetzt keine Lust, es zurückzuschicken. Ich will den Baum jetzt aufbauen. Bauen wir das erstmal hier mit dem kaputten auf. Und eine Stunde später sieht das Ganze nun so aus. Ich bin schon richtig stolz. Das Ganze nimmt Form an. Die Anleitung ist kompliziert, aber wir bekommen das hin. Ihr wisst ja, wir sind hier Bauleiterinnen. Wer erinnert sich? Was ist das hier? Das ist mein neuer, bequemer Lieblingsplatz. Machst du schon mal Test sitzen? Wie wär's mit helfen? Kurz Pause, hallo? So klar, so klar. Okay, das macht Spaß, Leute. Dreh, Vicky, dreh. Dreh den Fisch am Spieß. Ist er dran? Ja. Oh, die hängen auch über die Bönstel. Wenn ich spielen könnten. Hier auf dieser Anleitung gibt es keinen Schritt Nummer 17. Wir haben gerade Schritt Nummer 16 durchgeführt und gleich das letzte ist Schritt Nummer 18. Aber es gibt einfach keinen Schritt Nummer 17. Das heißt, wenn das ganze Teil gleich wieder zusammenbricht, liegt da, dass Schritt Nummer 17 fehlt. Wir schaffen das. Fertig, Leute! Er steht! Wo kommt das denn her? Haben wir das schon abgerissen? Oh nein. Oh, ich bin so stolz. Ich habe nämlich 99% der Arbeit alleine gemacht. Ich liege! Erste Testversuche. Es wird noch gejammert. Das ist neu, das mag ich nicht, denkt sie sich. Ist das okay für sie? Nö. Und tschüss. Oh, jetzt kommt das Spannendste. Hier, dieses Fensterbrett. Ich weiß ja nicht so recht, ob das wirklich hält. Ich weiß das auch nicht. Aber ihr wisst ja, Katzen landen immer auf ihren Pfoten. 12 Kilo angeblich. Miss Marple, traust du dich? Ich glaube nicht. Bist du unser Testkätzchen? Der Todesblick. Na, wie ist das? Es hält schon ganz 10 Sekunden. Guck mal, hier kannst du rüberspringen. Hält ja richtig gut. Oh, wie süß. Lieber in die Höhle. Was ist denn hier passiert? Sind Sie die Täterin? Sie hat die Leckerlis geplündert. Kommen wir zum letzten Feinschliff. Ich habe einen Teppich besorgt und Deko für die Wand. Die zeige ich euch aber noch nicht. Das sind Wandtattoos. Der Teppich muss auf jeden Fall noch aufgewuschelt werden. Der sieht voll platt aus. Ey, du hast eine Maus begraben. Wuschel, 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 wuschel. Oh, ist das niedlich. Ein Kätzchen für die Kätzchen. Womit spielst du lieber? Mit der alten Maus oder mit der Lasermaus? Aha, das findet jemand aber interessant. Beweg dich. Keine Lust. Und tschüss. Du hast sie vertrieben. Das tut mir leid. Okay, ich lasse dich schon in Ruhe. Amy, du bist dran. Was sagst du zur Lasermaus? Sieht sie sie überhaupt? Es interessiert sie einfach nicht. Piu, 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 piu. Hallo, ich hatte große Hoffnungen in dieses Spielzeug. Der alte Kratzbaum, erneuert mit wundersüßen Luftballons. Hier ist schon eine Rolle zum Spielen, eine zweite Rolle. Gerade unten genutzt. Hallo, ist da jemand? Oh, hier ist noch ein Preisschild. Hier ist die Transportbox, wo die Katzen gerne freiwillig reingehen. Und kommen wir zum Herzstück. Der große neue Kratzbaum. Er wird schon gut bewohnt. Miss Marvel legt sich lieber dahinter hin. Sie ist sich noch nicht sicher, ob wir den gut aufgebaut haben, ob der auch hält. Sie braucht diesen ganzen Schnickschnack nicht. Sie braucht keine Katzenmöbel. Sie ist eine Wildkatze. Das hier. Oh, ist das nicht schön? Okay, du kannst jetzt reingehen und es ist eine Überraschung und hoffentlich gefällt es dir. Tada! Boah! Was sagst du, gefällt es dir? Ist das schön. Wann habt ihr das gemacht? Gefällt es dir? Aber wie? Ich bin sprachlos. Das ist ein Katzenzimmer. So schön. Der Kratz von so was Riesiges. Also wirklich. Na, ist das schön. Und einen Teppich, da werden sich die Katzen aber wohlfühlen. Ja, schau mal! Was danach passierte?